So Leute, ich habe jetzt irgendwie lange drüber nachgedacht, ob ich es mal tun werde. Gestern habe ich auf Social Media gefragt, was ihr mir für Horrorspiele empfehlen könntet. Unter anderem waren ganz viele Leute dabei, die Outlast gesagt haben oder auch Visage oder Visage. Und ich habe echt Angst. Ich habe mir Reviews durchgelesen. Ich habe noch nichts von dem Spiel gesehen. Deswegen spielen wir übrigens auch Visage. Oder Visage, weil ich Outlast schon so ein bisschen kenne. Ich habe es auch damals bei Max gesehen. Von diesem Spiel weiß ich nichts, also wirklich gar nichts. Nur, dass es irgendwie so in diese Jumpscare-Horror-Szene so mit reinpasst. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ich hab legit Angst, ey, scheiße. Visage ist ein anspruchsvolles Spiel. Geduld, intensive Nachforschung und eine sinnvolle Verwaltung von Ressourcen bringt dich weiter. Oh, das ist wieder so mit... Da erinnere mich schon wieder an My Summer Car. Da, ich kann sowas nicht. Logisches Denken ist nicht normal für mich. Oh, da ist eine Geißel. Ich mach noch nichts. Ist alles Cutscene? Ich hab so Angst, bitte erschieß ihn nicht. Bitte erschieß ihn nicht. Tu es nicht. Don't do it. Oh, da ist noch jemand. Ich hab Angst, dass da jeden Moment was passiert. Oh nein. Weißt du, bei so einem Spiel, wo du weißt, da kann jeden Moment die Hölle brennen. Aber er ist auch schon, er hat schon gut an dem Tee. Der wackelt da schon die Patronen so ein bisschen in den Lauf, ey. Mehrere Geiseln. Alter, ich kann das nicht, ey. Oh, scheiße, der hat die wirklich erschossen, ey. Kacke, Mann. Why? Oh, nee. Scheiße, Bruder. Das ist ein Kind! Ach du Scheiße! Alter! Scheiße! Worauf habe ich mich hier denn eingelassen? Okay, kann ich jetzt spielen? Bin ich das? Okay, das bin scheinbar ich. Verschlossen? Warte mal, ich bin da gerade rausgegangen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist eine Tür, die nur von innen aufgeht, aber das ist ja Quatsch eigentlich. Leute, ich habe keine Ahnung, wie oft ich das schaffe, mental dieses Spiel zu spielen. Aber holy shit. Okay, ich kann die Tür so richtig langsam aufmachen. Alter, das macht mich... Ich bin jetzt schon richtig aufgeregt. Und ich werde jetzt sehr viel grinsen. Das kommt daher, weil ich selber mir nicht eingestehen will, dass ich ein absoluter Schisser bin. Das heißt, ihr werdet mich wahrscheinlich viel grinsen sehen in diesem Spiel, damit ich einfach mir selber einbilde, dass ich stark genug bin, das durchzustehen. Alter, oh nochmal. Oh, voll rumgesaut. Fortschrittsraum. In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel aufzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt, darunter auch am Ende eines Kapitels. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch im Fortschrittsraum angezeigt. Okay, es wird wahrscheinlich immer angezeigt, wenn ich was machen kann. Hier sind Kerzen, hier ist Maria, Alter. Moin. Und jetzt gehen wir mal an dieses Telefon. Ich hab mir gerade jemand bei WhatsApp geschrieben. Oh, meine Güte! Oh! Okay, ich... Hallo? Hello, Twain. Rose, jo. Your neighbor. Mhm. I know it's late. Ja, ja. I know that I tend to be a little anxious about small things. Is everything all right? Could jo. You call me just to let me know everything's fine? Jo. All right. Tschüss. Bye-bye. Ja, ja. Logischerweise ist es dunkel draußen. Weil solche Spiele finden immer nur nachts statt, Alter. Das ist eine schöne Couch. Alter, das ist so hässlich. Holy Witz. Das ist so ein Spiel, wo man sich so alles angucken muss irgendwie, ne? Das sind Briefe. Die kann ich mir nicht angucken, ne? Die sind aber für Dwayne Anderson, ne? Sehe ich das richtig? Kann das nicht so gut lesen? Das bin ich, ne? Ich bin Dwayne. Ich bin Dwayne! Der Verstand deines Charakters beeinflusst das Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst. LOL. What? Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. Ich werde vielleicht mal die Kamera schwuppdiwupps auf die andere Seite transformieren, Alter. Transformation! So. Ne?
Ja, natürlich geht das Licht nicht. Das scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Aber das Licht nicht, ne? Hier ist Licht angegangen. Ich gehe jetzt mal instinktiv hier unten lang. Du suchst den Garagenschlüssel? Nun, der ist vermutlich wieder in der Tasche deiner Jeans, die du in die Wäsche geschmissen hast, wie immer. Du kannst mir später danken, Schatz. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das hier meine Hütte ist oder nicht, Alter. Ich hab schon... Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt von dem Zustand deines Verstandes ab. LOL. Okay, scheint aber trotzdem wie... Wir sind hier wenigstens nicht mitten im Wald oder so. Also hier wohnen tatsächlich nur andere Menschen. Hier ist eine Glühbirne. Ah, siehst du, das wäre das Licht. Ehre! Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Elektriker Grünschnabel, Alter. Seht ihr jetzt nicht, weil mein Face davor ist. Aber Ehre. Oh nein, das ist so... Oh, von den Seiten kommt gleich irgendeine Scheiße mäßig, Alter. Warum ist der Spiegel kaputt? Ich mache jetzt nicht die Tür zu. Oh nee. Hier ist nix. Alter. Das war so dieser typische Moment, da kommt gleich irgendeine Scheiße. Hier sind Pillen? Tabletten unterstützen deinen Verstand. Ehre. Sie sind absolut überlebenswichtig. Ja klar. Schön drogenverherrlichend hier das Spiel. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie der einzige gangbare Weg, um ihn wieder gerade zu rücken. Ja, pack ein, die Dinger. Okay, ich habe die jetzt die ganze Zeit so in der Hand, oder was? Nein, 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 nein! Oh nee, jetzt habe ich mir da was reingehauen. Ey, scheiße. Ich wollte es doch nur ins Inventar tun. Hier sind irgendwie so ganz viele Pflegeprodukte. Ohrstäbchen. Ja, 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 ja. Hier geht es noch lang, ne? Oh Gott, bless, das Licht funktioniert. Oh, der Spiegel funktioniert auf jeden Fall. Wir sind ein Geist. Alter, das sieht hier aus, du. Hier sind noch mehr Pillen. Ehre. Jetzt habe ich hier diese Pillen in der Hand. Ah! Nein, hör auf, die Dinger zu fressen! Oh, nee. Was ist das denn? Ein Schrank? Es ist so dunkel, ne? Okay, ich will da jetzt rein. Lucys Kapitel, ein heimtückischer Freund. Da sitzt der Panda. Er chillt da so auf dem Regal. Ist das überhaupt meine Bude, wo ich hier bin? Ich meine, ich lag da in diesem Raum voller Blut. Nein, 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 nein. Wir machen hier kein Licht aus. Alter, wenn ich noch einmal diese Pillen fresse, flipp ich aus. Oh nein, jetzt ist da was kaputt gegangen. Alter, ich bin so angespannt, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich komm hier nicht mehr raus. Das ist jetzt zu. Oh nein. Das ist nochmal so ein Teddy. Alter, okay. Wenn ich jetzt noch einmal diese Pillen fresse, dann flippe ich hier aus. Okay, auf diesem Bild hier ist irgendwie Knock Knock und auf der anderen Seite ist ein Monster oder was? Okay, und dann klopft auch jemand gegen. Das ist alles cool, ich bin richtig hyped, ja, geiles Game, Ehre, Ehre, Ehre. Was ist denn hier? Es ist natürlich das Badezimmer zu. Hallo? Hallo? Alter, wie viele Schlafzimmer bitte dieses Haus? Echt Angst hier bei dem Game. Okay, mein Verstand ist rot. Okay, schnell mal auf. Komm.
Ja, ich vermeide es ja schon, so lange im Dunkeln zu sein. Aber wenn hier kein Licht ist, Allah, bestimmt hätte ich schon längst irgendwie die Kerze finden können oder so, ne? Ich bin nur zu dumm. Ich geh erstmal wieder hier hin. Hier ist alles safe, hier ist Licht. Hier kommen wir klar. Alter! Hier ist jetzt auf. Der Schlüssel ist nicht mehr da. Hallo? Schon wieder so ein hässliches Kacksofa, ey. Alles im Arsch hier. Oh, der ist noch gut, oder? Tür ist zu. Leckeres Bier. Gib mal her den Humpen, Alter. Die sieht noch richtig gut aus. Siehste, haben wir uns ein schönes Bier noch gegönnt. Ach, da oben waren wir eben, ne? Nee, komm. Alter. Oh nee, da ist irgendeine Scheiße in irgendeinem Badezimmer, ey. Bestimmt gehe ich da jetzt zufällig noch vorbei. Hier ist auch schon wieder zu gewesen. Ist das irgendwie mit Bewegungsmelder hier? Hier ist eine Kerze. Kann ich die nicht nehmen? Kerzen. Stationäre Leuchten können mit einem Feuerzeug angezündet werden. Ja, dann geh mal her. Ist die Tür wieder zu? Diesmal erschrecke ich mich darüber nicht. Alter, ich gerade, da steht einer. Ich habe eine Glühbirne gefunden. Das ist nice. Glühbirnen sind nice. Glühbirnen machen mehr Licht. Es ist, oh nein. Der Griff ist außer Reichweite. Jetzt ist hier auch überall Licht an. Will ich mich trollen? Leute, hier ist auch noch ein Gang. Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Hallo? Oh, mehr Drogen. Geil. Ah, Licht. Oh, das ist noch ein Safe? Ich knall mir mal eben schnell hier eine Pille rein, präventiv. Scheint hier aber irgendwie so eine Art Büro zu sein. So, da ist ein Schlüssel. Mit Blitzsymbol. Okay, ich habe einen Schlüssel für einen Elektroschuppen oder sowas gefunden. Vielleicht für einen Keller. Oh, hier ist ein Schlüssel. Oh mein Gott. Wir haben den Schlüssel hier benutzt. Also voll. Oh mein Gott, wir haben den. Jetzt halt mal dein Maul. Wir haben den Schlüssel benutzt. Ja, unnormal. Oh nein. Oh, ein Feuerzeug. Ehre. Ja, keiner kann uns ficken. Das ist nice. Alter, der braucht halt ein Ja. Da haben wir das Garagendings. Ja, ja. Ich bin crazy. Ich bin cool. Amina. Yes. Ich meine, wir haben jetzt immerhin schon drei verschiedene Schlüssel. Okay, da geht's noch mal weiter runter. Wir machen hier aber erstmal den Weg frei. Puh, und ich glaube, wir kommen jetzt bestimmt gleich in die Area, wo diese Alte da ist, ey. Okay, ist ja mehr eine Baustelle hier. Es geht noch tiefer runter. Alter. Ich geh erstmal hier lang. Alter, was ist das für ein Labyrinth? Ein Lagerraum. Feuerzeug ist fast leer. Oh nein! Ich bin richtig angespannt. Die ganze Zeit, ne? Die Alte ist da. Jo, Bruder. Hallo? Ja, hallo?
Oh Gott. Die macht da so Geräusche und ich traue mich da nicht hinzugehen. Oh, nee. Scheiße, Bruder. Was mache ich denn jetzt? Okay, okay, okay. Wir haben Licht, wir haben Licht. Oh! Das macht mich so fertig. Hab ich die andersrum, ey. Okay, wir haben aufgeknackt. Neues Feuerzeug. Ehre. Okay, wir gucken uns das jetzt an, okay? Lol. Was ist hier da drin? Ja, gar nicht. Alter. Maka! Alter. Hä? Nein, 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 nein! Warte, warte, warte! Mach einen Abgang, Alter! Nein, nein, hau rein! Alter, hier ist gerade ein Tropfen von der Decke geflogen, in dem Moment, wo die Alte da aus der Wand kommt. What the fuck? Alter. Alter. Okay. Feuerzeug oder so? Ja. Oh Gott. Ja, toll. Du bist bestimmt runter, ne? Nein, das kommt eine Katze. Hä? Was? Thank you.